Der 6. Juni 1944. Ein Tag, der Geschichte schrieb. 156.000 Mann und 20.000 Fahrzeuge landen an der Küste der Normandie. Sie läuten den endgültigen Triumph gegen Hitler ein. Um diesen Triumph möglich zu machen, braucht diese gewaltige Armada ein Gehirn. Ein außergewöhnliches Gehirn. Ein Gehirn voller abstrakter Ideen, Spekulationen und imaginärer Maschinen. Frei von jeglichen militärischen oder strategischen Überlegungen. Der Mensch mit diesem Gehirn heißt Alan Turing. Ein Mensch mit einer ungewöhnlichen Geschichte. Ein Charakter voller Widersprüche. Turing war weder General noch Stratege. Er war Mathematiker. Spezialist einer besonders abstrakten Form der Mathematik, der Logik. Viele Historiker sind sich heute sicher, seine Arbeiten haben den Krieg um 2 Jahre verkürzt. Wie konnte jemand, der sich mit solch abstrakten Dingen beschäftigt, einen solchen Einfluss auf die Geschichte haben? Und warum hat eine so große Leistung so wenig Anerkennung erfahren? Wegen seiner Homosexualität wurde Turing zur chemischen Kastration verurteilt. Er starb mit 43 Jahren unter bis heute ungeklärten Umständen. Der Philosoph Jack Copeland hat sich eingehend mit diesem außergewöhnlichen Menschen beschäftigt. Turing war äußerst vielseitig und hat in verschiedenen Bereichen Großes geleistet. Er war Mathematiker, dann Codeknacker, dann Pionier der Computertechnologie, der sich schließlich der theoretischen Biologie zuwandte. Nur wenige Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts können in ihrer Arbeit eine so große Bandbreite vorweisen. Doch Turing verfolgte ein übergeordnetes Thema. Er wollte wissen, was Maschinen so alles leisten können. Er war Logiker, hat aber vor allem Maschinen von Grund auf studiert. Die ungewöhnlichen Maschinen, die Alan Turing entwickelte oder erdachte, bilden die Grundlage der modernen Informations- und Computertechnologie. Beim Sieg über die Nazis spielten sie eine bedeutende Rolle. Wo sollen wir mit unserer Geschichte beginnen? Vielleicht an einem Strand. Einem Strand am Atlantischen Ozean, an dem ohne Alan Turing am Morgen des 6. Juni 1944 vielleicht überhaupt nichts geschehen wäre. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Die Operation Overload, so der Codename für die Landung in der Normandie, ist die größte kombinierte See-, Luft- und Landeoperation aller Zeiten. Doch bevor die Truppen an den Küsten der Normandie landen können, müssen sie den Atlantischen Ozean überqueren. Die Seewege des Nordatlantiks müssen also offen bleiben. Von Liverpool aus führen die Befehlshaber der alliierten Streitkräfte die Atlantikschlacht gegen die deutsche Kriegsmarine, gegen deren gefürchtete U-Boote. Hier war das Hauptquartier für die Atlantikschlacht des Western Approaches House in der Derby Hall in Liverpool. Die Kommandozentrale war von 1941 bis zum Ende der Atlantikschlacht im Mai 1945 rund um die Uhr besetzt. Das Kampfgebiet ist der Nordatlantik, 50 Millionen Quadratkilometer groß. Die alliierten Streitkräfte müssen die Seewege sichern, damit die Transportschiffe passieren können, ohne von deutschen U-Booten versenkt zu werden.
Der 6. Juni gilt in der Geschichte als ein Wendepunkt. Und es war tatsächlich eine beachtliche Leistung, dass an einem Tag über 100.000 Soldaten an der Normandie-Küste landen konnten. Immerhin waren Ende des Monats Juni 1944 eine Million Soldaten an Kampfhandlungen in Nordwesteuropa beteiligt. Alle diese Truppen brauchten ihre Versorgung, Munition, Treibstoff und Lebensmittel. Damit der Nachschub zum richtigen Zeitpunkt bereitstand, mussten die Güter ab Juni 1944 in England gelagert werden. Die Atlantikschlacht spielte eine so bedeutende Rolle, weil der einzige Transportweg der Seeweg war. Ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg zur Normandie ist das Streuen gezielter Fehlinformationen. Die Alliierten organisierten zu diesem Zweck eine umfassende Täuschungsaktion, die Operation Fortitude. Sie geben vor, die eigentliche Landung weiter östlich im Pas-de-Calais zu planen. Doch der Sieg in der Atlantikschlacht und die Täuschungsaktion sind nur möglich durch einen weiteren Sieg. Den Sieg in einem theoretischen Krieg, der vor allem in Bletchley, einer Kleinstadt nördlich von London, ausgetragen wird. Ein Krieg fernab der Schützengräben, mit dem Ziel, den Nachrichtenverkehr der deutschen und japanischen Streitkräfte zu entschlüsseln. Im alten Herrenhaus von Bletchley Park und den auf die Schnelle aufgebauten Baracken entsteht ein riesiges Dechiffrierungszentrum, in dem bis zum Kriegsende bis zu 9000 Menschen arbeiten. In Bletchley Park fand die größte und außergewöhnlichste Entschlüsselungsaktion der Geschichte statt. Es war das erste und wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass eine Seite praktisch vollständigen Zugang zum militärischen Nachrichtenwesen der anderen Seite hatte. Es ist wirklich erstaunlich, welche große Mengen an Details und Informationen die Alliierten aus dem verschlüsselten Nachrichtenverkehr der Deutschen ziehen konnten. Heute beherbergt Bletchley Park ein Museum. Es erzählt die Geschichte der Kryptographie, ihrer Maschinen und ihrer Helden. Überall trifft man hier auf Alan Turing. Sein ehemaliges Büro, sein Teddybär, seine Statue. Turing hat bei dieser historischen Operation eine zentrale Rolle gespielt. Um das zu verstehen, muss man zuerst versuchen, Turings Gedankengänge zu verstehen. Mitte der 30er Jahre waren sie denen seiner Zeitgenossen um Jahrzehnte voraus. Cambridge, eine der wichtigsten Universitätsstädte Englands. Hier hat Alan Turing studiert, am renommierten King's College. Zu Beginn der 30er Jahre ist er ein einfacher Student, ein wenig schüchtern, etwas unbeholfen und vielleicht ein bisschen eingeschüchtert von dieser bedeutenden Institution, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblickt. Zahlen sind ihm näher als die Menschen. Seine Umwelt betrachtet Turing als Gleichung mit vielen Unbekannten und mit einem gewissen Abstand. Ich sehe die Menschen als ein rosafarbenes Gebilde mit charakteristischen Daten. Seit dem Gymnasium beschäftigt Turing sich mit grundlegenden Fragen, ohne sich dabei selbst allzu ernst zu nehmen. Früher hielt ich es für möglich, dass der Geist nach dem Tod in ein von uns völlig abgetrenntes Universum entschwindet. Heute aber gehe ich davon aus, dass Geist und Materie so eng verbunden sind, dass dies einen Widerspruch in sich darstellen würde. What is mind?
Was ist der Geist? Wie ist das Verhältnis zwischen Geist und Materie? Sind dies zwei verschiedene Dinge, die getrennt voneinander existieren können? Oder ist das Gegenteil der Fall? Und darüber hat er in seinem späteren Leben immer wieder nachgedacht und geschrieben. Über die Möglichkeit, dass Körper und Geist eins sind, eine Mechanik ergeben. 1935 stößt er auf ein abstraktes Problem, das seine Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nimmt. Turing besuchte einige Mathematikvorlesungen am St. John's College, die von Max Newman gehalten wurden. Dieser erläuterte den Studenten ein Problem, das kurz davor von David Hilbert dargelegt worden war. Hilbert war ein bekannter deutscher Mathematiker. Er beschäftigte sich mit einem elementaren Problem der Grundlagen der Mathematik, dem sogenannten Entscheidungsproblem. David Hilbert geht davon aus, dass es für jedes mathematische Problem eine Lösung gibt. Der heilige Gral der Mathematik liegt für ihn darin, eine klar definierte Methode zu entdecken. Ein Verfahren, das für jede ausformulierte Methode der Mathematik entscheidet, ob diese wahr oder falsch ist. Turing hat nach einer Methode gearbeitet, die für junge Wissenschaftler nicht zu empfehlen ist, weder damals noch heute. Er hat sich in sein Problem vertieft, ohne sich mit der Literatur anderer Logiker zu beschäftigen. Er ist das Problem ganz direkt angegangen, indem er seine eigene Methode entwickelt hat. Turing denkt nach. Am liebsten beim Laufen. Dieser Sport wird für ihn bald zur Obsession. Gibt es ein Verfahren, wie es Hilbert beschrieben hat? Dafür bräuchte es eine verlässliche Methode, die systematisch angewandt wird. Ohne Eingriff von außen, ohne eigene Intelligenz. Es bräuchte also eine Maschine. Turing erfindet eine imaginäre Maschine. Sie besteht aus einem endlosen Papierband sowie einem Lese- und Schreibkopf, der auf endlosen Feldern des Bandes Zeichen schreiben, korrigieren und löschen kann. Diese Maschine ist, wie gesagt, imaginär. Die Idee kann also unterschiedlichste Formen annehmen. Die Studenten der Wissenschaftlichen Hochschule INS in Lyon haben sie umgesetzt. Aus Lego. Turing kam auf die Idee mit der Maschine, weil er im Gegensatz zu anderen Mathematikern abstrakte Probleme in Form logischer Mechanismen betrachtete. Das konnten Uhren sein oder Rechner. Denkende Maschinen sozusagen. Keiner hätte sich damals gedacht, dass dieses Gedankenexperiment, formuliert in einem theoretischen Artikel zur Mathematik, die Grundlage für das bilden wird, was man drei Jahrzehnte später Informatik nennen wird. Doch ab 1936 ist es nicht die Entdeckung von Turing, die in die Schlagzeilen kommt, der Spanische Bürgerkrieg. Der Anschluss Österreichs. Die Geschichte überschlägt sich. Der Krieg scheint unausweichlich. Genauso in Berlin, genauso in Hamburg, genauso in Köln, im ganzen Deutschen Reich ist es nicht anders. Die Radiosender übertragen Hitlers Hetzreden nach ganz Europa. Das Fernmeldewesen ist seit dem Ersten Weltkrieg zu einem Schlachtfeld an sich geworden. Truppenbewegungen, Bodenoffensiven, Luftangriffe, Seeschlachten. Die Funkwellen übertragen Befehle, geheime Informationen, Lagerberichte und Truppenbewegungen. Wer Nachrichten im Krieg funkt, läuft Gefahr, dass diese vom Feind abgehört werden. Vor allem damals, als man noch nicht so viel wie heute über Funksignale wusste. Eine mögliche Lösung für dieses Problem besteht darin, die Nachrichten zu entschlüsseln. Die Briten erkannten schon lange vor dem Krieg, welche Vorteile es haben kann, den Nachrichtenverkehr des Gegners abzufangen. Die englische Küste ist übersät von Abhörstationen, in denen tausende weibliche Hilfskräfte die Funksprüche der Deutschen abfangen und die Morsezeichen transkribieren. Doch die Nachrichten sind unverständlich, weil verschlüsselt. Für die Verschlüsselung ist ein System der Deutschen verantwortlich, von dem sie dachten, es sei nicht knackbar. Sie ersetzten die manuellen Verschlüsselungsverfahren durch eine Maschine namens Enigma.
um eine mit Enigma verschlüsselte Nachricht mit der Brute-Force-Methode, also dem Ausprobieren aller Möglichkeiten, zu entschlüsseln, bräuchte ein Computer von heute ein ganzes Jahr. Turing hatte bis dahin noch nie eine Enigma-Maschine gesehen. Aber das sollte sich bald ändern. Also wir haben hier eine Enigma-Verschlüsselungsmaschine, eine Rotor-Verschlüsselungsmaschine. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass ich einen Buchstaben, den ich eintippe über diese Tastatur, dass dieser Buchstabe verschlüsselt wird in einen anderen Buchstaben. Wenn ich zum Beispiel jetzt die Taste D drücke, leuchtet die Lampe K auf. Die Walzen im Inneren der Maschine sind mit Drähten verbunden, die elektrische Signale übertragen. So wird jeder Buchstabe in einen anderen verwandelt. Das D auf der ersten Walze wird zu R auf der zweiten. Das R wird zum U, das U zum K und das K ist das, was rauskommt. Das wäre natürlich eine viel zu einfache Verschlüsselung, wenn immer, wenn ich den Buchstaben D drücke, wenn immer das K aufleuchten würde. Und ich sehe, wenn ich das D jetzt nochmal drücke, bekomme ich einen anderen Buchstaben, nämlich das U. Jedes Mal, wenn der Buchstabe auf der Tastatur gedrückt wird, dreht sich mindestens eine Walze im Inneren der Maschine. Der Stromkreislauf im Inneren der Maschine verändert sich und führt zu einem anderen Buchstaben. Für eine Entschlüsselung muss man also die Grundkonfiguration der Maschine kennen. Der Empfänger einer Nachricht brauchte die gleichen Einstellungen für diese Rotoren in der Maschine. Und wenn er die gleichen Einstellungen hatte, dann konnte er die verschlüsselte Nachricht eintippen und hat hier auf den Lampen den Klartext wieder herstellen können, also die ursprüngliche Nachricht. Das war ein Vorteil dieser Enigma-Maschine, dass man mit den gleichen Schlüsselstellungen sowohl chiffrieren als auch dechiffrieren konnte. Das war die Idee dahinter. Allerdings hat sich in der Geschichte dann auch gezeigt, dass dadurch ein bestimmter Schwachpunkt der Maschine offen zutage trat. »1938 hält sich Turing in den USA auf. Er betreibt Grundlagenforschung in Princeton und beschäftigt sich mit dem Thema der mathematischen Intuition. Aber er reist auch viel, besucht Washington und New York. Und er fängt an, sich für die Kryptographie zu interessieren, die Kunst der Ver- und Entschlüsselung von Informationen. Das Erfinden geheimer Kunst wird für ihn zu einer Art Hobby. Ich habe einen Code gefunden, den man ohne Schlüssel nicht knacken kann. Aber das Verschlüsseln ist einfach. Ich könnte diese Idee sicher der Regierung Ihrer Majestät verkaufen, aber moralisch wäre das fragwürdig. Im September 1939 zieht ein Gewitter über Europa auf. Turing beschließt, nach Großbritannien zurückzukehren. Am 4. September 1939, einen Tag nach dem Kriegseintritt Großbritanniens, wird er nach Bletchley Park beordert. Dort hatte sich die militärische Dienststelle für Entzifferung eingerichtet. Eine recht ungewöhnliche Arbeitsstätte, in der militärische Disziplin auf eine Gruppe ziemlich spezieller Rekruten trifft. Hier sind wir in der Bibliothek des Herrenhauses von Bletchley Park. Hier sieht es heute im Großen und Ganzen so aus wie damals, als Turing am ersten Kriegstag hier ankam. Die Atmosphäre muss recht seltsam gewesen sein. Einer der Kryptologen hat sie als ziemlich steif beschrieben, so wie der erste Schultag an einer öffentlichen Schule. Etwa 30 Experten werden einberufen. Archäologen, Linguisten, Schachmeister und sogar Spezialisten für Kreuzworträtsel. Aber lediglich zwei Mathematiker. Ein Zeichen dafür, dass die britischen Behörden in der Entzifferung eher ein literarisches als ein mathematisches Problem sehen. Sie können sich kaum vorstellen, welche Leute damals in Bletchley Park versammelt wurden. Beim deutschen Nachrichtendienst wäre das nicht möglich gewesen. Da waren Homosexuelle dabei, Juden, Anarchisten und Freidenker. Alle ihre Talente wurden in Bletchley Park vereint, um die Geheimcodes zu knacken. Und sie hatten auch ausreichend Freiraum, um ihre Ideen zu entfalten.
Die Kryptologen bilden in diesem militärischen Umfeld eine eigene Gemeinschaft, in der Turing immer wieder als Sonderling auffällt. Er lehnt gesellschaftliche Konventionen schlichtweg ab. Sie passen nicht in sein rationales Denken. Im Sommer trägt er eine Gasmaske, nicht aus Angst vor dem Gasangriff, sondern als Schutz vor Heuschnupfen. Die Arbeit in Bletchley Park nimmt nach und nach Formen an. Die Damen in den Abhörstationen zeichnen Tag für Tag hunderte Nachrichten auf, die keinen Sinn ergeben. Und das, obwohl die Engländer zwei exakte Nachbildungen der Enigma-Maschine aus Polen bekommen haben, kurz bevor die Wehrmacht dort einmarschierte. Die Tatsache, dass sie eine Enigma-Maschine vor Ort hatten, half den Kryptologen zuerst nicht weiter. Sie war so konzipiert, dass sie auch dann noch sicher war, wenn sie in die Hände des Feindes geraten sollte. Bei einer Entschlüsselungsmaschine muss man an zwei Punkten ansetzen. Wenn man nicht weiß, wie sie funktioniert, muss man einmal herausfinden, wie sie aufgebaut ist. Wie viele Walzen hat sie? Wie arbeiten diese zusammen? Man muss die Maschine knacken, wie die Kryptologen sagen. Erst danach werden Entschlüsselungsmethoden entwickelt, die es ermöglichen, die täglichen Nachrichten der Deutschen zu entziffern. Und das war der schwierigere Teil. Da waren Scharfsinn und Genialität gefragt. That was where the brilliance and the ingenuity was needed. Alan Turing nimmt sich diese Aufgabe mit Herz und Seele an. Er untersucht die Funktionsweise der Maschine bis ins kleinste Detail. Die traditionellen Codeknacker schwören auf kariertes Papier und Bleistift. Turing aber ist davon überzeugt, dass ein Großteil der vom Menschen gedachten Lösungen mechanisiert werden können. Vielleicht braucht man also eine Maschine im Kampf gegen eine Maschine. Gene Valentine hat während des Zweiten Weltkriegs an einer dieser verrückten Maschinen gearbeitet. 50 Jahre später ist sie zurückgekehrt und führt nun Besucher durch Bletchley Park. Diese von Alan Turing erfundene Maschine wurde die Bombe genannt. Die Turing-Bombe. Sie wurde eingesetzt, um die Walzeneinstellungen der Enigma-Maschine zu entschlüsseln. Hier sind insgesamt 36 Walzensätze der Enigma dargestellt. 1, 2, 3, insgesamt 12. 3 × 12 Walzensätze, das ergibt 36. Die Walzen drehen sich und sind mit der Umkehrwalze verbunden, die den Strom umlenkt. Hinter jedem Buchstaben liegen 4 Kontaktpunkte, die jeweils 19 Drahtverbindungen haben. Und diese führen zur Umkehrwalze, die dahinter liegt. Ab 1940 produzieren die Engländer Turing-Bomben in Serie. Sie ermöglichen das Ausprobieren von Millionen möglicher Einstellungen der Enigma-Maschine. Es stoppt immer wieder und zeigt Buchstaben an. Das waren mögliche Einstellungen. Wir gaben die Buchstaben per Telefon weiter. Damals hatte ich keine Ahnung, wo ich genau anrief. Erst als ich vor 15 Jahren zurückkam, um als Museumsführerin anzufangen, erfuhr ich, dass die Leute, die ich anrief, gerade einmal 10 Meter von mir entfernt saßen. Ich wusste nicht, wo die Informationen hingingen, und ich bin mir sicher, dass die genauso wenig wussten, wo sie herkamen. Geheimhaltung war oberstes Gebot. Wir erzählten niemandem, was wir taten, nicht einmal unseren Familien. Weder Ehemann, noch Freund, noch Vater oder Mutter. Man hatte uns befohlen, nicht darüber zu reden. Und wir hielten uns daran.
Die Turing-Bomben gehören zu den am besten gehüteten Geheimnissen des Zweiten Weltkriegs. Durch ihren Einsatz können 10.000 abgehörte Nachrichten entschlüsselt werden. Die Engländer bekommen Zugang zu einer Fülle von Informationen. Befehle zum Angriff oder zum Rückzug, Lageberichte, Informationen zur Stimmung in der Truppe oder zum Zustand des Materials, Wetterberichte, Verlustmeldungen, Anforderungen von Verstärkung. Alles oder fast alles läuft über Enigma und landet, entschlüsselt und übersetzt auf den Schreibtischen der alliierten Befehlshaber. Eine Maschine verändert den Verlauf des Krieges. Und eine Maschine greift zum ersten Mal in Bereiche ein, die bis dahin der menschlichen Intelligenz vorbehalten waren. Wenn ein Mensch einen Code knacken will, muss er hochintelligent sein. In diesem Fall wurde das jedoch von einer Maschine übernommen. Die Maschine führte eine Arbeit aus, die eine hohe Intelligenz erfordert, wenn sie von Menschen durchgeführt wird. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Gehirn beim Tier und vor allem beim Menschen im Grunde nichts anderes ist als eine Maschine, dann müssen wir daraus folgern, dass ein Computer, der richtig programmiert ist, genau wie ein Gehirn funktionieren kann. Doch Ende des Sommers 1940 gibt es Wichtigeres, als die Geheimnisse des Denkens zu ergründen. Sogar für Turing. Seit der französischen Kapitulation kämpft Großbritannien allein gegen Deutschland. Im September startet die deutsche Luftwaffe den Blitz. Die Luftschlacht um England. London, Coventry, Plymouth, Birmingham, Liverpool. Die großen Städte werden systematisch zerbombt und die Zahl der zivilen Opfer ist beträchtlich. Dank der Turing-Bomben können die Enigma-Nachrichten der Luftwaffe entschlüsselt werden. Und die Gegenangriffe der Royal Air Force werden immer erfolgreicher. Dann ändert Deutschland seine Taktik. Als es Hitler nicht gelingt, Großbritannien zu besetzen, beschließt er, es auszuhungern. Im Juni 1940 kommt Großadmiral Karl Dönitz, Oberbefehlshaber der U-Boote in der Kriegsmarine, nach Lorient in der Bretagne. Er baut einen riesigen U-Boot-Stützpunkt und sein Hauptquartier auf. Dönitz soll alle Seewege blockieren, die Großbritannien für seine Versorgung braucht. Erdöl, Metall, Holz oder Lebensmittellieferungen werden gekappt. Von dieser bezaubernden Strandvilla aus, unter der sich ein Netz unterirdischer Bunker verbirgt, führt Dönitz die entscheidende Schlacht im Atlantik. L'augmentation progressive. Die U-Boot-Flotte wurde nach und nach vergrößert. Dönitz versammelte immer mehr U-Boote an der Front. Die Deutschen nannten das die Front-U-Boote. Das ermöglichte es Dönitz, eine Taktik umzusetzen, die er sicher schon seit Beginn des Aufbaus der U-Boot-Flotte 1935 geplant hatte, die sogenannte Rudeltaktik. Dönitz teilt den Nordatlantik auf einer Landkarte in nummerierte Quadrate ein. Jedes Boot muss sich zumindest einmal am Tag über Funk melden, um seine Position bekannt zu geben und neue Befehle zu empfangen. Dönitz bewegt seine U-Boote wie Figuren auf einem Schachbrett. Sobald eines der U-Boote ein feindliches Schiff sichtet, gibt es seine Koordinaten an die Zentrale weiter. Und von dort werden alle U-Boote zu einem Sammelangriff zusammengerufen. Am Abend des 17. Oktober 1940 sichtet U-48 einen Konvoi von 35 Frachtern, beladen mit Holz und Metall. Sie werden das erste Opfer dieser neuen Taktik. Dönitz schickt 5 weitere U-Boote zu U-Boot 48, um in der Rudeltaktik anzugreifen.
In einer Nacht werden 20 Schiffe versenkt. Als die U-Boote noch einzeln angriffen, konnten sie bei einem Einsatz maximal 2 bis 3 Schiffe versenken. Später versenkten 5 U-Boote gleich 20 Schiffe. Bis Ende des Jahres 1940 versenkten die deutschen U-Boote hunderte von Frachtern. Über 5 Millionen Tonnen Ladung gehen in den Tiefen des Ozeans verloren. Mit diesem Film versuchen die britischen Militärbehörden, ihre Matrosen vor zu viel Redseligkeit zu warnen. Denn der Feind könnte überall mithören. Doch es hilft alles nichts. Die deutschen U-Boote scheinen die Atlantikschlacht zunehmend für sich zu entscheiden. Die Wolfsrudeltaktik hat jedoch einen Schwachpunkt. Alle Informationen werden über Funk übertragen. Die Entschlüsselung dieser Nachrichten gäbe den Alliierten eine Chance. Dabei gibt es jedoch ein Problem. Es gibt nicht nur ein Enigma-Modell, sondern mehrere. Die deutsche Wehrmacht verfügt über verschiedene Funknetze. Eines für die Luftwaffe im Westen, eines für die Infanterie an der russischen Front und ein weiteres für die U-Boote im Atlantik. Jedes Funknetz verfügt über seine eigenen Codes, hat seine eigenen Funktionsweisen. Manchmal werden sogar unterschiedliche Enigma-Modelle eingesetzt. Das von den U-Booten benutzte Modell, die Enigma M4, von den Kryptologen im Bletchley Park Dolphin genannt, war besonders schwer zu knacken. Wenn Sie 2.000, 3.000 Kilometer auf dem Atlantik sind, haben Sie keine Möglichkeit, eine Kabelverbindung zu nutzen. Das heißt, die Marine war von Anfang an auf Funkverbindungen angewiesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen hat eigentlich die Marine auch immer versucht, die Sicherheitsstandards oder die höchsten Sicherheitsstandards der Enigmas zu erzielen. Die Kryptologen in Bletchley Park scheinen sich einig zu sein. Die Enigma M4 ist einfach nicht zu knacken. Alistair Dennison, der Leiter der Dienststelle, erklärt sogar, die Deutschen haben nicht die Absicht, sie ihre Nachrichten lesen zu lassen. Also wird ihnen das wohl auch kaum gelingen. Turing wusste, wie wichtig es war, den Code der Enigma M4 zu entschlüsseln. Das Problem reizte ihn. Außerdem war er ein Einzelkämpfer. Er beschäftigte sich am liebsten allein mit einem Problem, ohne sich mit anderen austauschen zu müssen oder sich mit deren Ideen auseinanderzusetzen. Rund um Bletchley Park baute das Militär Baracken, die sogenannten Huts, auf. In Hut Nummer 8 sitzt Turing und befasst sich mit der Enigma M4. Tag und Nacht studiert er Berge unverständlicher Nachrichten. Das ist die Hut Nummer 8. Wir befinden uns in Turings Arbeitszimmer. Er war hier der Leiter. Und hier wurde die Atlantikschlacht gewonnen. Turing weiß, in diesem Kauderwelsch verbergen sich wichtige Informationen. Informationen, die Leben retten können und vielleicht den Ausgang des Krieges ändern. Die Tage vergehen. Einer gleicht dem anderen. Alle Versuche Turings scheitern. Doch dann eines Nachts, endlich der Durchbruch. Turing hat gleich mehrere Ideen, die ihm die Funktionsweise von Enigma entschlüsseln sollen. Das genaue Datum kennen wir nicht, aber es ist eine der bedeutendsten Nächte des Zweiten Weltkriegs. Turing gelang in dieser Nacht ein Zweifachsieg. Er konnte das zusätzliche Element der Enigma M4 identifizieren, das dieses Modell so unknackbar gemacht hatte. Und er entwickelte ein statistisches Verfahren, das zur Entzifferung der Enigma-Maschine diente. Bei 2 übereinanderliegenden Buchstabenreihen mit zufälliger Anordnung liegt die Wahrscheinlichkeit, auf 2 gleiche Buchstaben zu treffen, bei 1 zu 26. In einem deutschen Text kommen bestimmte Buchstaben aber häufiger vor als andere. Die Wahrscheinlichkeit liegt dann deutlich höher,
nämlich bei 1 zu 17. Auf dieser Grundlage entwickelt Turing eine mathematische Methode, die es ermöglicht, zwei verschlüsselte Texte zu synchronisieren und somit die Möglichkeit der Entschlüsselung zu multiplizieren. Die Entschlüsselung der Enigma M4 scheint zum Greifen nahe. Und schließlich kommt Turing einfach das Schicksal zu Hilfe. Im Frühjahr 1941 werden mehrere deutsche Kriegsschiffe geentert. Das verhilft den Kryptologen zu neuen Erkenntnissen. Alarm! Im Juni muss ein beschädigtes deutsches U-Boot auftauchen. Der zuständige Kommandant hatte den Befehl zur Evakuierung gegeben. Die gesamte Besatzung und er waren ins Meer gesprungen. Aber das U-Boot ging nicht wie erwartet unter. Die Engländer haben daraufhin sofort eine Mannschaft entsendet, der es gelang, an Bord des U-Bootes zu kommen. Dort konnten sie eine Enigma-Maschine und Codes für mehrere Monate retten. Die deutschen U-Boote hatten immer Codes für 3 Monate an Bord. Es waren also noch Codes für mehrere Wochen vorhanden. Dank dieser neuen Erkenntnisse und mit Hilfe der Turing-Bomben gelingt es den Kryptologen von Hut 8, die Funksprüche der deutschen Marine zu entschlüsseln. Die alliierten Befehlshaber kennen somit die Positionen der deutschen U-Boote im Atlantik. Jetzt können die Transporter den U-Booten ausweichen. In den 23 Tagen nach der ersten Entschlüsselung gelingt es keinem deutschen U-Boot, auch nur einen Konvoi der Alliierten zu entdecken. Berechnungen nach dem Krieg haben ergeben, dass 30% der Konvois, also 30% der in den Frachtern transportierten Gütern, dank dieser Entschlüsselungen verschont blieben. Die Atlantikschlacht wurde natürlich nicht nur deshalb gewonnen, aber diese Entdeckung war ein ausschlaggebender Faktor auf dem Weg zum Sieg. Die Entschlüsselungszentrale in Bletchley Park gewinnt an Professionalität. Es werden schnell weitere Baracken für all die Schreibkräfte, Archivare und Übersetzer gebaut. Doch da nimmt der Krieg eine neue Wendung. We interrupt this program to bring you a special news. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air. President Roosevelt has just announced. Mit dem Kriegseintritt der USA Ende 1941 gewann das Problem der Landung an einer europäischen Küste an Bedeutung. Großbritannien war der amerikanische Vorposten. Und die Amerikaner schickten zusätzlich zu den seit Kriegsbeginn bestehenden Nachschublieferungen große Mengen an Personal und Material. An der britischen Küste landen immer mehr amerikanische Truppen. In Bletchley laufen die Turing-Bomben auf Hochtouren. Doch die deutschen Kryptografen haben sich für Turing eine letzte Überraschung ausgedacht. Die Leute in England, die die Funksprüche der Deutschen abhörten, waren es gewohnt, das Ticken der Morsecodes zu hören. Sie wussten, diese kommen von Enigma. Aber eines Tages im Jahr 1940 oder 41 hörten sie eine seltsame neue Musik in ihren Kopfhörern. Das klang ganz anders als die Morsezeichen. Ein Geräusch, das auf 2 Tönen basierte, die beim Übertragen einen hohen, pulsierenden Dauerton produzierten. Die Enigma war im Grunde genommen eine ganz klassische Maschine. Man wäre eigentlich schon ab 1900 dazu fähig gewesen, eine solche zu bauen. Aber zu Beginn des Zweiten Weltkrieges begannen die Deutschen damit, viel raffiniertere und modernere Verschlüsselungsmaschinen zu entwickeln. Die bekannteste war die der C. Lorenz AG, der späteren Standard Electronic Lorenz. Die Engländer nannten sie Tuny. Tuny, Thunfisch. Im Gegensatz zu Dolphin und Shark, den Enigma-Codes der U-Boote, funktionierte Tuny nicht mit Morse-Codes, sondern mit dem digitalen Zeichencode der Fernschreiber. Ohne die tatsächliche Maschine je gesehen zu haben, gelingt es den britischen Kryptologen, ihre logische Struktur herauszuarbeiten. Bald sind sie in der Lage, einen Nachbau zu konstruieren. Aber wie schon bei Enigma reicht es nicht, die Maschine zu besitzen, um ihren Code zu knacken.
Ein Fall für Alan Turing. Innerhalb weniger Wochen gelingt es ihm, die Tuni-Nachrichten zu entschlüsseln. Seine Entdeckung ist bald von größter Bedeutung, und zwar an der russischen Front. Im Sommer 1943 startet Hitler nach der Niederlage in Stalingrad seine letzte Großoffensive an der Ostfront und sammelt Truppen und Panzer um die russische Stadt Kursk. Die Schlacht bei Kursk war sehr planungsintensiv und der gesamte Austausch zwischen Hitler und seinen Generälen lief über die Lorenz-Schlüsselmaschine. In Bletchley Park konnten die Kryptologen mitverfolgen, was Hitler seinen Generälen befahl und was diese wiederum von der russischen Front meldeten. Sie wussten also eigentlich alles über die deutschen Angriffspläne auf Kursk. Diese Informationen werden umgehend an Moskau weitergeleitet. Sie ermöglichen der Roten Armee den Sieg in der größten Panzerschlacht der Geschichte und ihren triumphalen Vormarsch Richtung Berlin. Doch die Masse der abgefangenen Tuning-Nachrichten vergrößert sich ständig. Turings Methode, bei der die Kryptologen manuell arbeiten müssen, ist einfach zu langsam. Auch hier muss eine Maschine her. Die Technologie der Turing-Bomben ist in der Zwischenzeit überholt. Turing muss eine andere Lösung finden. Dafür bittet er den Ingenieur Tommy Flowers um Hilfe. Die Ingenieure damals glaubten allgemein daran, dass Elektronenröhre zu instabil seien, um sie in großer Zahl einzusetzen. Man könne vielleicht ein paar Dutzend verwenden, aber ein paar Tausend zu verwenden schien völlig verrückt. Flowers Vorschlag wurde daher dankend abgelehnt. Doch der ließ sich davon nicht abschrecken. Er ging zurück in seine Wohnung in London und begann damit, genau die Maschine zu bauen, die die Codeknacker seiner Meinung nach bräuchten. Flowers Maschine ist so riesig, dass er sie Colossus nennt. Turing ist von ihren Möglichkeiten begeistert. Sein Traum von einer intelligenten Maschine nimmt mehr und mehr Form an. Wird über dieses Thema gesprochen, versucht man normalerweise, die Zuhörer zu beruhigen, indem man ihnen versichert, dass gewisse menschliche Charaktereigenschaften niemals von einer Maschine nachgeahmt werden könnten. Eine Maschine könnte zum Beispiel niemals schreiben, könnte nie für Sexappeal empfänglich sein oder Pfeife rauchen. Ich kann das nicht bestätigen, denn ich glaube, man kann nichts ausschließen. Ab Februar 1944 entschlüsselt Colossus systematisch den Nachrichtenverkehr des deutschen Generalstabs. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen es den Alliierten, die größte Täuschungsaktion des Zweiten Weltkriegs vorzubereiten, die Operation Fortitude. Die Operation Fortitude war die Vorbereitung für die Landung in der Normandie im Juni 1944. Ziel war es, die deutschen Befehlshaber vom wirklichen Landungsort abzulenken. Sie sollten glauben, die Landung wäre nicht in der Normandie geplant, sondern weiter östlich bei Pas-de-Calais. Alles, um die Nazis glauben zu machen, dass die Truppen dort landen würden. So konnten die Alliierten ihr Täuschungsmanöver perfektionieren. Sie waren ja dazu in der Lage, die Nachrichten von höchster Ebene abzufangen. Und diese bestätigten, dass ihre Vorgangsweise bestens funktionierte. Das nun Folgende ist bekannt. Es wurde lang und breit darüber berichtet, es wurde fotografiert und in vielerlei Form auf die Leinwand gebracht. Wie seine Landsleute erreicht auch Turing die Nachricht am frühen Morgen des 6. Juni. Die Landung in der Normandie hat begonnen.
Hitler mobilisierte nicht alle Kräfte in der Normandie. Er hielt Truppen in Reserve für die von ihm erwartete Landung in Calais. Die Alliierten wussten, dass sie in der Normandie eine kleine Verschnaufpause hatten, bevor die gesamten deutschen Kräfte eintreffen würden. Wären diese von Beginn an in der Normandie stationiert gewesen, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen. Harry Hinsley, ehemaliger Kryptoanalytiker in Bletchley Park und Historiker auf seinem Gebiet, erklärte, die Entschlüsselungen hätten den Krieg deutlich verkürzt. Hinsley hat mehrmals betont, dass die Entschlüsselungsaktionen unter dem Codenamen Ultra den Krieg um 2 Jahre verkürzt hätten. Das ist symbolisch zu verstehen. Er meinte damit, dass diese Aktionen sehr hilfreich waren. Hinsley glaubte auch, dass, wäre der Krieg im Mai 1945 nicht beendet worden, die erste Atombombe wahrscheinlich nicht über Japan, sondern über Berlin abgeworfen worden wäre. Berlin blieb von der Atombombe verschont. Am 8. Mai 1945 feiern jubelnde Massen überall auf der Welt den Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland. Turing hätte es sicherlich verdient gehabt, vom König empfangen und als Volksheld geehrt zu werden. Stattdessen verschwindet er völlig aus der offiziellen Geschichtsschreibung. Auch in Bletchley Park feiert man den Sieg. Doch weder Alan Turing noch Tommy Flowers noch irgendjemand in Bletchley Park darf sich seines Erfolges rühmen. Es gilt weiterhin strengste Geheimhaltung. Europa liegt noch in Trümmern. Doch der Kalte Krieg hat bereits begonnen. Als die deutschen Truppen gegen Ende des Krieges den Rückzug antraten, ließen sie überall in Europa Lorenz-Schlüsselmaschinen zurück. Die Sowjets nahmen auf ihrem Vormarsch viele dieser Maschinen an sich und adaptierten sie so, dass sie damit ihre eigenen Nachrichten verschlüsseln konnten. Tani hat die Niederlage der Wehrmacht also überlebt. Ihre Sprache hat sich verändert, aber die Maschine selbst blieb weiter im Einsatz. Turing weiß zu viel. Er kennt zu viele vertrauliche Details. Er ist ein Sonderling und homosexuell. Das macht ihn zu einem Außenseiter und für die Behörden zu einem Sicherheitsrisiko. Turing wird nicht als Held gefeiert. Er gilt mehr und mehr als Bedrohung für die nationale Sicherheit. An jenem Tag im Mai 1945 bleiben Alan Turing weniger als 10 Jahre bis zu seinem Tod. 1945 zeichnet er Pläne, aus denen der erste moderne Computer hätte werden können, wenn das National Physical Laboratory ihm die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt hätte. 1948 kündigt er an, einige Jahrzehnte im Voraus, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und der neuronalen Netze. Sein Direktor tut diese Überlegungen als Arbeit auf Schülerniveau ab. 1950 schreibt er eines der ersten Computerprogramme und das erste Schachprogramm. Zeitverschwendung, so der Kommentar einiger wohlmeinender Kollegen. Durch das viele Joggen ist Turing nebenbei ein exzellenter Marathonläufer geworden. Die Qualifikation zu den ersten Olympischen Spielen nach dem Krieg verpasst er nur knapp. In diesem Haus in der Nähe von Manchester verbringt Alan Turing seine letzten Jahre. Hierher lädt er eines Tages einen jungen Mann ein, mit dem er ein Verhältnis hat. Ein Verhältnis, das vor Gericht enden sollte. Im März 1952 wird Alan Matheson Turing wegen Verstoßes gegen die guten Sitten verurteilt. Er entgeht dem Gefängnis nur, weil er einer chemischen Kastration zustimmt. Er bekommt weibliche Hormone verabreicht, die seine Libido zügeln sollen. Seinen Sinn für Humor scheint er bis dahin aber trotzdem nicht verloren zu haben, wie der Brief an einen Freund zeigt. Die Hälfte der Polizei Nordenglands war im Einsatz, um einen meiner angeblichen Liebhaber zu finden. Doch die armen Beamten fanden nur größte Tugend und reinste Keuschheit. Da ich nur auf Bewährung frei bin, verhalte ich mich äußerst vorsichtig. Und das aus gutem Grund. Es reicht, dass ich mein Rad auf der falschen Straßenseite abstelle, um die nächsten 12 Jahre im Gefängnis zu verbringen. Doch selbst sein Humor hat Grenzen.
Alan spürt immer mehr, wie die Hormone seinen Körper verändern. Er nimmt zu, er bekommt Brustansätze. Es belastet ihn. Er ist eben nicht nur Geist, sondern auch Körper. Schon als er das erste Mal vor Gericht steht, ahnt er, dass er nicht ungeschoren davonkommen wird. Ich befinde mich momentan in einem Zustand, in dem es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren. Aus dieser ganzen Sache wird ganz bestimmt ein anderer Mann hervorgehen. Wer das sein wird, weiß ich nicht. Am 8. Juni 1954 wird Alan Turing im Schlafzimmer seines Hauses tot aufgefunden. In seinem Körper finden sich Spuren von Cyanid. Auf dem Nachttisch liegt ein angebissener Apfel. Resultat der polizeilichen Ermittlungen: Tod durch Suizid. Das ist der Beginn einer Legende. Turings Apfel reiht sich ein in die Liga der Superstars am Apfelhimmel, von Schneewittchen bis Newton. Einige Fanatiker behaupten, das Logo von Apple sei eine verschlüsselte Hommage an den Erfinder des Computers. Überall steht geschrieben, dass Turing Selbstmord beging, indem er in einen mit Cyanid vergifteten Apfel biss. Das ist zu einem Mythos geworden, aber dafür gibt es keine klaren Beweise. Er kann Selbstmord begangen haben oder auch nicht. Das werden wir nie erfahren. 2013 hat die Queen Alan Turing offiziell durch ein Royal Pardon rehabilitiert. Wer weiß, was er selbst von dieser verspäteten Anerkennung gehalten hätte. Seine Leiche wurde am 12. Juni 1954 eingeäschert. Und von seinem Geist haben wir nichts mehr gehört. Und was Geist und Materie miteinander verbindet, wissen wir bis heute nicht.